Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier beim Metalizer. Wir haben die Get Digital Loot Box aus dem August 2020. Die mache ich jetzt auf und wir schauen mal, was drin ist. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. So, wir öffnen die Box wie immer. So, wir ziehen mal hier ein Geek-Badehandtuch heraus. Das packen wir auch mal direkt aus. Passend für den Sommer, auch wenn man dieses Jahr nicht wirklich gut Urlaub am Strand machen kann, zumindest nicht irgendwie, ja, wie so eine Sardelle in der Büchse. Aber so ein Badehandtuch ist nie verkehrt. Und Geeky Beach Towel, also das Geek-Badehandtuch. Breiten wir doch mal aus. Die Hydroxin Monoxid Deconformation Device. Also die Hydroxin Monoxid hatten wir ja schon mal, was es genau bedeutet. Und das ist hier so ein Dekontaminationsdevice. Ja, schön. Sieht gut aus. Fühlt sich auch gut an von der Verarbeitung her. Also ein schönes Badehandtuch. Kann man natürlich auch zum Duschen nehmen. So ist es ja nicht. Ne? Natürlich darf ein T-Shirt auch nicht fehlen. Und dieses Mal haben wir ein T-Shirt von Rick and Morty zusammen mit Zurück in die Zukunft mit dem Doc. Ja, schönes Shirt, gefällt mir. Sehr, sehr einfaches, aber cooles Motiv. So wünsche ich mir das eigentlich immer in der Box. Also von daher, schönes T-Shirt, vielen Dank dafür. Dann haben wir von Rick and Morty einen Trinkbecher, Premium Colored Large Glass. Auch sehr nett. Rick and Morty habe ich gerade bis zur vierten Staffel geschaut. Lohnt sich auf jeden Fall. Let's get Riggedy Riggedy Wrecked Son. Ja, ein schönes Rick and Morty Trinkglas. Wunderbar. Gefällt mir auch persönlich sehr gut. Dann haben wir hier aus Bioshock Infinite die gute Elisabeth, eine 3,5 Zoll große sammelbare Vinylfigur. Sieht auch schön aus, können wir auch mal auspacken. Also aus Bioshock Infinite die gute Elisabeth. Die kann man auch noch mal irgendwo schön hinstellen aufs Regal. Dann haben wir hier noch so ein paar Kleinigkeiten und unser schönes Tütchen, wie ich es immer so schön nenne. So, da haben wir einmal einen Aufkleber, Free Mask aus Half-Life. Kann man dann jemanden geben, der keine Maske tragen möchte, der kriegt dann so einen Facehugger. Dann haben wir die lustigen Uhrzeitkrebse aus dem Yps-Heft. Und dann auch noch für die lustigen Uhrzeitkrebse ein wenig Futter. Ja, ist natürlich doof, wenn dann irgendwo was umfällt. Aber ja, Y-Krebstierchen. Und wir haben noch Ginger Coconut, ein Bonbon. Gucken wir gleich mal, wo der herkommt. Und natürlich noch einen Pin. Und zwar ist das hier der Pin für einen Rubik Cube. Dann haben wir das Get Digital Loot Malbuch. Also wenn ihr mal malen wollt, gibt es hier alle möglichen Zeichnungen, die man ausmalen kann. Entspannt übrigens auch sehr. Also wenn ihr irgendwie Wunsch seid, einfach mal ein bisschen ausmalen. Ist eine wunderbare Entspannung zum Feierabend hin, um mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen und einfach mal was anderes zu machen, als vom Computer zum Beispiel zu sitzen. Genau, gibt es ein paar schöne Dinger drin. Ein sehr schönes Buch. Ich brauche noch die Buntstifte. Get Digital! Warum schickt ihr keine Buntstifte mit? Verdammt! Ja, muss mir doch nochmal Buntstifte besorgen. Das war auch mit dabei. Dann haben wir noch Hauptwerbezeit. Das ist eine Loot-Geschichte, die Loot-Geschichte Nummer 6. Und ja, hier kann man da ein bisschen drin rumblättern und schauen und ein bisschen lesen. Gerade bei der Hitze, ne? Abends auf dem Balkon, wenn es schön kühl ist, einfach mal raussetzen und so ein bisschen genießen. So, dann haben wir natürlich noch, das war jetzt übrigens die Lootbox aus dem August, wir haben natürlich hier auch noch unsere wunderbare
wunderbares Heft, wo wir einmal nachlesen können, was wir da alles bekommen haben. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. So, und zwar haben wir einmal unser Shirt hier, Shirt Rick vs. Doc. Wusstest du, dass die Serie Rick and Morty nur dank Zurück in die Zukunft gibt? Justin Roiland, der Erfinder von Rick and Morty, hatte zunächst eine recht derbe Parodie mit Doc Brown und Marty gezeichnet, ehe er darüber auf Rick and Morty kam. Genau, ist eine wunderbare Serie, kann ich jedem empfehlen, gibt es auch unter anderem auf Netflix. Das DHMO-Badetuch, Dihydroxinmonoxid, ist eine überaus weit verbreitete Chemikalie, also man könnte es auch manchmal Wasser nennen, aber pst, nicht weiter sagen. Rick and Morty, das Glas für 12,95 € war hier mit dabei. Wir sehen es hier auch nochmal in groß, sehr schönes Glas. Wunderbar. Dann haben wir die Bioshock Infinite Figur von Elisabeth im Detail für euch. Das ist die gute. Die war mit in der Lootbox. Der Geek Button Melting Rubik, genau, bei der wäre natürlich genau, das ist ein schmelzender Rubik's Cube und stammt aus The Big Bang Theory. Genau. So, dann haben wir die Original Yps Urzeitkrebse mit Futter, dann den Aufkleber Free Mask und genau, der Facehugger Alien stellt sich hier freundlicherweise noch als Gesichtsmaske gegen die Corona-Pandemie zur Verfügung. Dann haben wir das Loot-Malheft Nummer 1 von Get Digital. Da haben wir eben auch gerade schon mal kurz was gesehen zu. Hier gibt es das auch nochmal in groß für euch. Dann könnt ihr auch nochmal sehen, was man hier so schönes alles ausmalen kann. Also das ist schon sehr, sehr, sehr detailreich. Dann haben wir die Loot-Story Nummer 6, Hauptwerbezeit und die E-Bongs Ingwer-Kokosnuss-Bonbons. Und die kommen aus, ich glaube aus Deutschland sogar. Da gibt es dann auch noch verschiedene Geschmacksvarianten, sind vegan, gluten- und laktosefrei und komplett natürlich. Also da kann man auch nochmal auf shop.ebongs.com nochmal schauen, ob man da was Schönes findet. Dann gab es in dem Upgrade gab es einen Batman-Rucksack und ein von drei Batmobil-Metallbausets. Habe ich jetzt nicht gemacht. In dem nächsten Lootbox-Upgrade, also die für September, gibt es mehr zum Thema Rick and Morty. Ihr könnt das Ganze natürlich auch nachschauen auf get.digital/upgrade. So, hier haben wir halt noch neue Shirts. Die sind aber schwarz einfach, ne? Es gab in der Vergangenheit immer wieder Rückmeldungen an uns, dass die Shirts in der Lootbox nicht perfekt seien. Zwar war nach unseren Umfragen die Mehrheit von euch mit den Shirts sehr zufrieden, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht noch besser machen kann. Deswegen gibt es in dieser Lootbox ein kleines Experiment. Die Shirts in den Größen XS bis XXL in dieser Box kommen von einem neuen Hersteller. Ah, okay, das ist jetzt ein neuer Hersteller von der Qualität her. Bin ich aber ehrlich, ich habe da jetzt gar nicht so viel Unterschied festgestellt. Also, wobei, es fühlt sich schon ein bisschen anders an. Es fühlt sich schon ein bisschen... Okay, ich werde es mal tragen und bei der nächsten Lootbox kann ich euch vielleicht noch mal ein paar mehr Informationen dazu geben. Dann Respawn Lootboxen, klar, hatten wir auch schon immer wieder mal die Urzeitkrebse. Hier gibt es ein paar Infos dazu, wie man die züchtet, was man damit macht und so weiter und so fort. Und es gibt hier auch noch ein paar neue Sachen im Shop. Und auch das Shirt, das habe ich schon auf Twitter in den letzten Tagen gesehen. 2020 would not recommend it für 20,95 €. Ja, das könnte man mal in die Lootbox reinpacken. Genau. Ansonsten gibt es natürlich auch einen Livestream auf YouTube, immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr. Get Digital Community, klar, auch noch ein bisschen Werbung. Und ja, das war die Get Digital Lootbox aus dem August. Ja, und an dieser Stelle natürlich herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Durchhalten bis hierher. Wenn euch das gefallen hat, lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, vielen Dank für die Lootbox im August 2020. Wie gesagt, ich zahle halt selber, also werde nicht irgendwie gesponsert von Get Digital. Also das, die Meinung, die ich hier habe, ist komplett meine eigene Meinung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Metalizer.